Du willst Eis ohne Farbstoffe und Aromen. Du stehst auf Natur pur. Das kannst du leichter haben. Liebe SWN-Zuschauer, ich stehe also jetzt hier an dem Gelände, wo das neue Einkaufszentrum gebaut werden soll und werde fast von LKWs überrollt. Hier ist also ein Verkehr, man glaubt es nicht, was hier für LKWs fahren. Ich möchte hier also nicht wohnen. Hier ist das Gelände jetzt zu sehen, da wächst also zurzeit Getreide drauf, wo dieses Einkaufszentrum gebaut werden soll. Endlich einen ersten Zwischenstand geben und der lautet tatsächlich nach relativ kurzer Zeit schon, offiziell haben wir die Zahl schon übertroffen. Es muss einfach Schluss sein mit dieser sinnlosen Landversiegelung. Wenn also so ein Einkaufszentrum gar nicht gebraucht wird, warum sollte aber überhaupt eins gebaut werden? Und Vorsicht, gehen Sie auf Seiten, schon wieder ein LKW. Also hier möchte man keine Kinder haben, die hier wohnen. Hier ist echt die Hölle los. Frau Dr. Schneider, um was geht es denn jetzt? Wie weit ist es denn fortgeschritten? Wir sind eigentlich durch. Wir haben sage und schreibe über 3.400 Unterschriften. Das heißt, die offiziell benötigte Zahl von 3.270, die haben wir. Aber wir starten jetzt trotzdem nochmal den Aufruf zum Endspurt. Es mögen alle Listen, die wir in Umlauf gebracht haben, zurückkehren. Es mögen vor allem auch noch Unterschriften geleistet werden, denn wir müssen auf Nummer sicher gehen und tatsächlich 4.000 Unterschriften abliefern. Man hat immer etwa 20% gut gemeinter oder auch weniger gut gemeinter Ausfälle. Also wenn jemand unleserlich schreibt, wenn jemand doppelt unterschreibt, weil es ihm gar so ein Anliegen ist, wenn Landkreisbürger sagen, sie lassen sich partout nicht abhalten, sie wollen das unterschreiben, dann haben wir einfach Unterschriften, die eben teilweise nicht gelten. Und zur Sicherheit möchten wir und müssen wir 4.000 Unterschriften erreichen. Und das ist nur noch, glaube ich, eine Frage von Tagen, einzelnen Wochen. Wir bitten darum, dass jeder, der seine Stimme noch abgeben will, er möge es jetzt tun. Es ist für die richtige Sache. Natur statt Beton muss unser Credo sein für die nächsten Jahrzehnte und Jahrhunderte, um wieder gut zu machen, was wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten verbrochen haben. Wir brauchen dieses Einkaufszentrum nicht. Das hat sich ganz deutlich herausgestellt. Ein Großteil, also von den Bürgern in Schweinfurt, sind 80-90% stehen hinter uns. Das bestätigt ihr. Und von den Oberndorfern ist auch ein Großteil hinter dem Bürgerbegehren. Boah. Das macht also jetzt gar nichts. Jetzt sehen die Leute mal wirklich, was hier für Verkehr ist. Wahnsinn! Was ist da? Horror! Man kann hier keine 10 Minuten stehen. Also. Ja. Wir schätzen, dass 80-90% der Bürger, das sind unsere Erfahrungswerte, stehen hinter dem Bürgerbegehren, stehen hinter der Aussage Natur statt Beton. Und das Interessante ist, das betrifft nicht nur stadtweit die Bevölkerung, sondern auch die Oberndorfer. Eine große, deutliche Mehrheit der Oberndorfer will dieses Einkaufszentrum auch nicht. Gerade die Älteren in Oberndorf sagen, na, also hier laufen wir ja gar nicht hin, das ist viel zu weit draußen. Es ist ja auch keine Nahversorgung, wenn man ehrlich ist. Ja. Es ist als Einkaufszentrum, das Kaufkraft von woanders abziehen soll, geplant. Daher 157 Parkplätze. Daher diese Größenordnung, daher die Nähe zur Autobahn. Das hat nichts mit dem frommen Wünschen zu tun, dass Oberndorf einen Nahversorger bekommen sollte. Also so weit sind alle aufgewacht. Wir haben wirklich das Gefühl, die Bevölkerung steht voll und ganz hinter uns. Wir sind auch guter Zuversicht, dass dieses Bürgerbegehren gut ausgeht. Aber wir hoffen natürlich, dass dieser Bürgerentscheid gar nicht erst kommen muss, weil der Stadtrat hoffentlich nachdenklich geworden ist und Vernunft walten lässt. So ganz einheitlich war er ja von Anfang an nicht. Wie sehen Sie die Hoffnung, dass es fällt? Also erstmal, wir konstatieren, wenn der Stadtrat nicht zur Vernunft kommt, dann wird es zum Bürgerentscheid kommen. Und der muss ja kommen. Und bis dahin müssen auch alle Planungen gestoppt werden. Aber ich persönlich hoffe, und da
bin ich auch gar nicht alleine. Wir hoffen, dass der Stadtrat sich umorientiert. Also die Fraktionen stehen nicht einheitlich. Mhm. Die bislang dafür gestimmt haben, hatten zum Teil Gründe, die so solcher Natur sind, dass sie eigentlich locker abrücken könnten. Und ich hoffe, sie werden es tun. Und es sind auch viele nachdenklich geworden. Es gibt kaum jemanden, der wirklich hinter diesem Einkaufszentrum steht. Ja. Wenn Sie die fragen, es ist vielleicht bis auf die SPD-Stadträtin, die hier zu Hause ist und partout einen Einkaufsladen, egal in welcher Größenordnung, einfordert, steht niemand voller Überzeugung dahinter. Deswegen ist meine Hoffnung, dass dieses unsägliche Votum des Stadtrates aufgehoben wird.